Ja, hallo, moin, moin, meine lieben Freunde. Herzlich willkommen hier auf meinem Kanal, auf Gustav Spielwiese. Und zum gegebenen Anlass natürlich frohe Weihnachten und ein frohes Fest an alle da draußen. Ich hoffe, ihr seid gesund. Ich hoffe, ihr habt Bock. Und ja, wir werden heute so ein bisschen Spellbreak spielen. Der eine oder andere kennt das Spiel vielleicht, viele von euch wahrscheinlich nicht. Ich habe es auf Steam neu entdeckt. Raus kam es auf Steam, glaube ich, 15. Dezember. Und insgesamt ist das Ding plattformübergreifend auf Xbox, auf Nintendo Switch und auf der PlayStation am irgendwas mit Anfang September, glaube ich, rausgekommen. 3., 13., ich weiß es nicht genau. Und für mich natürlich Grund genug, das Ding vorzustellen, nachdem ich natürlich jetzt einige Wochen kein Video mehr gemacht habe. Einfach mal live und ungeschnitten, bup, bup, rein in die Runde. Und ich würde sagen, ich werde ein bisschen was zu der Plattform hier erzählen, zu der Menüführung. Natürlich ähnlich wie bei Fortnite hier links die Ziele, die man dann zeitnah erreichen kann, indem man ein bisschen Schaden verursacht. Dann kann man ein bisschen Währung einsacken, ein paar Tränke und Splitter sich dann zu Gemüte führen oder auch finden. Auch da gibt es ein bisschen Währung. Davon kann man dann seinen Charakter ein bisschen bestücken. Man kann natürlich hier Kapitelpass kaufen. Das ist so eine Art Battle Pass, habe ich rausgefunden. Und ja, kann man sich natürlich auch wieder durch diese Währung, sprich durch Geld natürlich dann besorgen, kaufen, wie auch immer. Und ja, Shop darf natürlich nicht fehlen. Outfits für unseren Charakter, die man dann schön bestücken kann, hübscher machen kann. Die Sammlung, all das, was wir irgendwann mal uns erarbeitet, gekauft, wie auch immer haben, gibt es dann hier. Meisterung, hier können wir unsere Klassen, wir haben hier 6 verschiedene Klassen, unter anderem Feuer, Blitz, Frost etc. kann man dann auch ein bisschen hochleveln. Quests haben wir natürlich auch. Story, Ehre, tägliche. Und zwar auch da kann man sich dann immer ein bisschen Währung freischalten. Wie gesagt, einfach nur mal grob rübergehen, das Ganze. Und ja, wir starten einfach das Spiel jetzt. Gucken, wie weit wir kommen. Eine Runde habe ich schon am Start gehabt vorhin. Wir wählen einfach mal hier aus unseren Klassen, ich würde mal sagen, die Pyro-Variante. Talente haben wir auch. Die können wir uns natürlich dann bestücken. Man kann die Talente auch hochleveln. Man sieht hier 5 von 6 Punkten schon vergeben. Kann man dann gegebenenfalls dann sich dann reinziehen. Sollte uns aber erstmal nicht so wichtig sein. Wir sind alles mal kurz durchgegangen und werden einfach ein bisschen uns um das Gameplay kümmern. Ja, wenn man das Spiel startet, das Ding verbindet sich automatisch in der Regel mit seinem Steam-Konto. Falls man kein Steam-Konto hat, kann man das dann auch anderweitig sich irgendwo runterladen. Ich glaube auf der offiziellen Seite oder so. Auf jeden Fall muss man ein Konto erstellen und nach einem kurzen Tutorial, das irgendwie 7 oder 8 Punkte beinhaltet, kann man dann auch direkt dann loslegen. So, wir sammeln hier ein bisschen mal was ein. Und zwar warten wir mal, bis die Magier hier voll sind. Man sieht hier schon unten links zum Beispiel, unter meinem Namen, man kann Medaillons einsammeln, man kann Gürtel einsammeln und man kann Stiefel einsammeln. Diese sieht man jetzt nicht extra in einem Menü, sondern, Spiel startet, kann ich nochmal gleich was zu sagen. Hier können wir jetzt aussuchen, wo wir uns hin teleportieren, also wir springen nicht vom Flugzeug ab oder vom Heli oder sonst irgendwas. Wir sind Magier, Spellbreaker auch genannt und müssen hier uns gegen andere Magier behaupten. So, auf jeden Fall sehen wir hier die Fähigkeiten, die wir hier nach und nach per Stufe freischalten. Natürlich alles in einer Runde. Unsere Talente, die wir dann bestückt haben, haben wir natürlich hier auch. Und letzten Endes hat man an Items die Medaillons, die Gürtel und die Stiefel, die man halt leider nur ganz klein unten links unter unserem Namen sehen können. Und jedes Mal, wenn wir dann ein besseres finden, kann ich vielleicht gleich zeigen, aktivieren wir das. Hier haben wir ein bisschen Verbrauchsmaterial. Kleine Truhe. Kann man auch gucken, was da drin ist. So. Wenn ich denn irgendwann mal Stiefel finde, grüne Stiefel zum Beispiel, und ich dann irgendwo blaue Stiefel finde und ich die blauen anklicke, dann ersetzt er natürlich die grünen durch die blauen automatisch. Rechts am Bildschirmrand sehen wir dann hier, ich kann das auch schlecht markieren gerade, mit der Maus, haben wir halt hier unser Verbrauchsmaterial, unsere Tränke zum Beispiel, die wir dann zu uns nehmen können. Wir haben hier zum Beispiel volle Gesundheit, okay, können wir nicht machen. Wir können aber ein bisschen Schild uns geben, nee, geht auch nicht. Gut, ja, grob erklärt alles, wie gesagt, Learning by Doing ist auch mal eine zweite Runde aktuell. Wir können hier mit der Space-Taste ein bisschen rumschweben. Kostet ein bisschen Mana. So. Und natürlich Ziel ist es, alle Magier, die hier auf dieser Insel oder auf dieser Karte sind, zu überleben, um
der ultimative Spellbreaker zu sein. Gut, wir sind hier eigentlich noch gut bestückt. Bauen kann man hier nichts. Es geht hier rein ums Gameplay. Grafik ist ja schick. Je nachdem natürlich, welche Klasse wir haben. Solche Fähigkeiten haben wir hier. Wir haben hier einmal die Q-Taste, einmal die E-Taste. Ich kann einfach mal ein paar Attacken machen. Das ist zum Beispiel eine sehr schöne Attacke. Damit kann man so ein paar Massengegner wegputzen. Zack. Dann haben wir hier unsere Standardattacke mit links. Eine Frostgeschichte haben wir auch am Start. Wobei ich jetzt gar nicht weiß, ob das eine Sekundärklasse sein soll. Aber wir schauen einfach mal, wie weit wir kommen. Ich denke mal, ich werde auf jeden Fall die eine oder andere Runde spielen hier. Jetzt schauen wir mal, ob wir hier irgendeinen Magier-Konkurrenten finden. Dem wir hier den Gar ausmachen können. So, hier haben wir was gefunden. Ein Rüstungssplitter, genau. Wir haben jetzt einen grünen Rüstungssplitter gegen einen blauen getauscht. Blau, denke ich mal, soll ein bisschen besser sein. Hier höre ich irgendjemanden. Gefahr im Verzug. Der hat uns wahrscheinlich auch schon gehört. So, ich hoffe natürlich nicht, dass er uns schon wegknallt. Nein, ein bisschen Heilung. Ah, man sieht, die Kämpfe sind schon nicht ohne. Bisschen geheilt, bisschen Schild. Und er hat mich weggeknallt. Ach, die Sau. Ja, so ist es natürlich live und ungeschnitten bei Sergeant Gustav. Sollte uns aber jetzt nicht stören. Wir werden das Ding beenden. Und werden nochmal eine kleine, schnelle Runde nochmal vollziehen hier. So, Errungenschaften auf Steam. Mit freigeschaltet. Pyromagier. Ja, gut nach vorne gekommen. Magierang haben wir hier. Kapitelrang. Und direkt einfach nochmal eine Runde. Ich glaube, das bleibt alles so hier. Die Pyro-Variante. Ah, ich sehe gerade. Nee. Das habe ich jetzt auch nicht wirklich gerafft, muss ich sagen. Also falls der eine oder andere da draußen sich da ein bisschen besser auskennt mit dem Spiel und das Video sieht, kann er mir gerne natürlich ein paar Tipps in die Kommentare schreiben. Weil das ist eigentlich mein Hauptram, meine Klasse. Die Pyro-Geschichte nehmen wir einfach mal. Aber warum ich jetzt vorhin noch einen Frost hatte, weiß ich nicht. Egal. Wir springen rein. Natürlich, falls euch das Video gefällt, ich erwähne es immer natürlich immer am Ende des Videos, aber gerne mal ein Like da lassen. Gerne auch kommentieren. Sorgen, nö, du hast nicht gesehen. Ich mache das natürlich alles hier just for fun, aber freue mich natürlich, wenn die Videos auch einigermaßen gesehen werden hier. So. Okay, jetzt habe ich es auch gerafft. Jetzt habe ich das mit der zweiten Fähigkeit auch gerafft. Die zweite Zauberfähigkeit sammeln wir wahrscheinlich hier am Anfang an, weil ich habe gesehen, ich hatte eben Blitzhandschuh an und habe den auch schnell umgetauscht. Wir werden da hinten mal starten. Genau, also die Hauptfähigkeit wählen wir vor Start der Runde aus und die zweite Fähigkeit, also unseren zweiten Handschuh dann, wenn die Runde losgeht. Jetzt sehe ich aber gerade, dass ich den Handschuh doch nicht trage. Vielleicht können wir noch irgendwas finden hier. So, Ruinen gibt es hier auf jeden Fall genug. Schauen wir mal. Epische Truhe. Okay, wir haben auf jeden Fall ein lilanes Amulett gekriegt. Das ist nicht schlecht.
Komischerweise habe ich jetzt meine zweite Zauberfähigkeit irgendwie fallen gelassen, weiß ich nicht. Aber zack, hier haben wir einen. Und das müsste Gift sein. So. Schriftrolle des Körpers. Was kann das Ding? Okay, Talentverbesserung. Da muss man sich auf jeden Fall noch ein bisschen reinfuchsen. Karte. Okay, wir sind ganz woanders. Das Schweben ist übrigens sehr, sehr nice. So ähnlich, als ob man irgendwie ein Jetpack hat. Kostet uns leider nur Mana. So, 37 Magier, 36 sind am Start. Ich glaube, das meiste, gegen die ich gespielt habe, war 42. In einer Runde vorhin. So, die Pyro-Fähigkeit habe ich ja schon mit Q. Da weiß ich schon, was kommt. Ich weiß aber nicht, was E jetzt ist. Okay, E ist so eine Art. Okay, Giftbombe. Auch nicht schlecht. Stiefel. Erhöhen das Lauftempo. Auch nicht schlecht. So, wir werden einfach mal zum Ziel hinstratzen. Ja, der eine oder andere fragt sich wahrscheinlich, braucht die Welt noch ein Battle Royale? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. So mittlerweile gibt es ja so viele schöne Battle Royale Spiele. Aber das jetzt mit Magier, das ist mal was anderes. Warum nicht? Kann man die Kisten hier aufmachen? Nee. Gesundheitstrank. Könnten wir uns eigentlich mal einen reinpfeifen? So, du benötigst einen Gürtel, um Rüstung verwenden zu können. Okay, ich kann also mein Rüstungsdingens erst anwenden, wenn ich einen Gürtel habe. Gut zu wissen. So, wir haben jetzt mal die zweite Fähigkeit ausgetauscht. Ja, ich denke schon, dass das Spiel für den einen oder anderen lustig sein kann. Zumal es natürlich... Oh, komme ich da hoch? Ja. Zumal es natürlich auch kostenlos ist. Oh, das wäre natürlich jetzt ein sehr gewagter Satz, den ich hier versuche. Das mache ich leider nicht. Ist natürlich auch sehr nice, dass es hier plattformübergreifend ist, das Ganze. Den Satz müsste ich aber schaffen, oder? Ja. Oh, sehr gut. Ja, in der Regel bin ich ein Battle Royale-Typ, der eher abwartet und dann so ein bisschen den Abstauber macht. Eher selten bin ich einer, der die direkte Konfrontation sucht. Ich versuche es eher so auf geschmeidig zu machen alles. So, ein Gürtel wäre ganz geil. Ein seltenes Amulett. Ein Amulett habe ich eigentlich schon, ne? Das ist eigentlich schon ganz geil, ein Lidernis. Episches Amulett. Maximal 40 Mana. Gut, man kann natürlich auch hier wieder vergleichen. Was nehme ich mit? Was ziehe ich an? Okay, er will nicht hier hoch. Ich glaube, da hat mich jemand gesehen. Oh, das ist der Sturm. Das ist der Sturm. Den habe ich ja gar nicht im Auge behackt. So, ich wollte eigentlich jetzt nicht zwei Runden spielen, aber ich bin in der ersten Runde so schnell abgekratzt. Nach einem grandiosen Fight. Wir werden jetzt mal all in gehen hier. Und da habe ich jetzt gerade einen gesehen. Wir werden einfach mal attackieren. Oh, der hat mich eingefroren.
Die Camper machen schon Spaß. Also so ist es nicht. Das macht schon Laune. Noch geiler wäre natürlich, wenn ich jetzt endlich mal einen Gürtel finden würde. Damit ich auch meine Rüstungstränke dann irgendwann benutze, wenn ich den mal einen finde wieder. Ich habe gerade keine mehr. Auf jeden Fall die Hälfte haben wir überlegt. Wir sind 23, ist auf jeden Fall schon mal geworden. Ziel ist es immer natürlich, unter den Top 10 zu landen. So. Die Map ist auch sehr schick. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es dann irgendwann mal verschiedene Maps geben wird. Das Ding ist gerade eigentlich relativ neu draußen. Kann natürlich sein, dass sie das wie bei Fortnite gestalten, dass sie die Map immer ein bisschen umbauen. Kann natürlich auch sein, dass neue Spielmodis dazukommen. Seltener Steinhandschuh. Oh, nehmen wir den mal. Kann man den nehmen? Nee. Ach, wir haben schon Stein. Okay. Wir haben schon Stein. Und jetzt haben wir natürlich die Arschkarte, glaube ich. Weil wir nicht aufgepasst haben. Lauf, Gustav, gib alles. Sieht aber gut aus. Und wir haben Stufenaufstieg, das heißt, Flammenmauer hat plus 100% Schaden, auch nicht schlecht. Was sind das für Dinger hier? Können wir irgendwas nehmen? Mana-Schrein. Wird aktiviert. In ein paar Sekunden. Was passiert hier? Okay, auch nicht schlecht. Nehmen wir einfach mal mit. Guck mal, die Shift-Taste haben wir jetzt auch belegt. Damit kann man Gegner orten, glaube ich. Zumindest habe ich das bei einer Runde gemacht. Oh, hier wird geschossen. Achso, okay. Shift-Taste ist auch eine Fähigkeit. Vorhin konnte ich damit Gegner orten, jetzt kann ich mir so einen Super-Jump machen. Ich gehe mal einfach mal rein ins Getümmel hier. Eieieiei. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich den erwischt habe oder irgendein anderer. Aber ich muss hier raus. Scheiße. Ja. Live und ungeschnitten, Freunde der Sonne. Und nach diesem richtig geilen Fight einen guten 14. Platz erreicht. Alter Schwede. Da wird es auf jeden Fall noch ein paar Runden geben, Freunde. So. Und wieder neue Errungenschaften. Pyromagier. Haben wir schon den zweiten Rang? Ja, ich glaube, wir haben. Doch, den haben wir voll gemacht. Rang 2 freigeschaltet. Gesamtwertung 1037, auch nicht schlecht. So. Ach, guck mal, die Währung ist auch Gold. Habe ich jetzt auch rausgefunden. Wie würdest du deine Erfahrung mit Spellbreak bisher einschätzen? Ich würde sagen, zufrieden. Kann man direkt machen. Was ist der Hauptgrund für deine Antwort? Ja, das Gameplay sieht gut aus. Gefällt mir. Haben wir ein bisschen Feedback gegeben. Ja, Freunde. Und ich würde sagen, wie schon erwähnt, falls euch das Video gefallen hat, gerne Daumen nach oben, gerne liken, gerne auch die Glocke aktivieren, damit ihr kein neues Video von
Gustav seiner Spielwiese verpassen tut. Und wenn ihr, wie gesagt, Sorgen, Nöten habt, Verbesserungsvorschläge, Anregungen, wenn ihr Folge 2 oder 3 sehen wollt, auch gerne in die Kommentare reinballern. Und ansonsten an alle da draußen nochmal angenehme Festtage, angenehmes Wochenende. Ich denke mal, das Video kommt heute auf den Samstag oder morgen auf den Sonntag raus. Mal gucken, wann ich es hochlade. Und in diesem Sinne, checkt das aus. Gustav ist raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.